Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Roblox Infection Inc. Ist ein neues Spiel, was ich gerade gefunden habe und sieht eigentlich interessant aus. Man ist eine Zombie-Rasse und man soll die... Man soll die Menschen ausrotten. Hallo und willkommen zu Infection Inc. Mein Name ist Jarl. Ich werde dein Begleiter und für deinen Abenteuer sein. Bevor Zombies die Welt übernehmen können, wir müssen alle Menschen töten. Dein Job ist es, ein Infection Empire, also eine Region, zu bauen. That's the erste Catch. Aber da sind auch noch andere Kooperationen, die Humans oder Menschen töten wollen. Um deine... Wie sagt man es? Empire, Fabrik, so gesagt. Naja, ihr wisst, Empire. Größer zu machen. Du musst die anderen Kompetitionen gegen kämpfen. Wenn du starten willst, klick einfach oder geh zu dem Knopf und es sagt... Start working, also arbeiten. Achso. Die müssen die Menschen fressen, alles klar. Das ist der Zombie Producer. Congrats, you have purchased your first Zombie Spawner. Kongratulation, du hast deinen ersten Zombie Spawner gekauft. Okay. Dein erster Zombie Spawner ist manueller Spawner. Das heißt, du musst mit deiner eigenen Hand die Zombies spawnen. Um zu beginnen, lauf einfach auf die graue Plattform und du bist in der Lage, die Crank-Maschine umzuklicken. Achso, nachdem du die Crank-Maschine 30 Mal geklickt hast, ein Zombie wird spawnen. Dein Zombie wird dann die Humans, die Menschen attackieren. Jeder Mensch, der von deinem Zombie gekillt wird, erhältst du Credits. Und damit dein Empire weiter wächst. Nachdem du den Control Center gekauft hast, you will set to lose to buy whatever you like. Good luck. Okay, dann probieren wir mal. So. Drehen. Zocker so eine Aufmaschine. Probieren wir es mal. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich will mal gucken, wie der läuft. Ich will mal gucken, wie das aussieht. Das sieht geil aus. Der frisst ihn. Wie viel Geld haben wir erhalten? 35. Das ist sehr cool. Und noch mehr. 35 Credits. Er wird voll gefressen hier. Oh, der Arme. Es wäre so geil, wenn sie... Ah, mein Zombie ist verreckt. Seine Lebensspanne. Gute Arbeit. Du hast gerade dein Control Center gekauft.
Ah, ja. Hier wirst du in der Lage sein, deine Zombies zu upgraden. Leben, Speed, also wie schnell er ist, und Lifespanne, also wie lange er aushalten kann. Unser Zombie ist gerade so beim zweiten gestorben, also dann werden die länger leben. Du bist au und auch noch in der Lage, Hüte zu kaufen. Ach so, wie können die sie denn kosmisieren? Um diesen Kontrollcenter zu benutzen, lauf einfach rein auf die grüne Plattform. Okay, nun. Ich lasse dich jetzt allein und zerstöre die Menschen. Mach uns Zombies stolz. Also lass mir mal gucken hier. Manuell Spawner. Das können wir auch noch upgraden. Head equipped none. Okay. Der reguläre Zombie ist der erste Zombie, um freizuschalten. Also er ist nicht mal langsam und nicht mal schwach. Aber es hat eine kurze Lifespanne. Und hier können wir regulare Spawner spawnen. Aber es kostet sehr viel, wie es hier sieht. Also müssen wir mal klicken, würde ich sagen. Let's go. Wir brauchen mehr Zombies. Kann ich währenddessen Dinge auslösen? Die Musik gerade. Das ist schon ein Zombie. Ich will zwei Zombies haben. Vielleicht fressen die beide ihn auf. Es dauert ja eh noch lange, bis die da sind. Also, wenn das kann, der eine Zombie sich schon mal vergnügen, wisst ihr. So ein bisschen Gehirn essen, wisst ihr, Brains. Da läuft er! Und er frisst ihn! Los, Zombies! Frisst sie alle auf! Lecker. Ich brauche einen regularen Zombies-Bomb. Der ist tot. Seine Lebensspanne ist tot. Also, wenn wir hier nur, wenn der Typ gefressen wird und Quests kriegen, kann ich regular. Okay. Jetzt habe ich einen regularen. Das ist gut. Jetzt kommen immer weiter Zombies. Alleine. So, da kommen gleich welche raus. Und der ist tot. Ja, siehst du, da kommen sie. Mann, ich will aber zu den Zombies gucken. Na, scheiße. Wir kriegen ja Credits, also. Was wir upgraden müssen, ist diese Lebensspanne. Deswegen. Dass sie besser bis ja besser Leben haben, also dass sie nicht so schnell sterben. Und dass sie mehr Credits machen können. Schneller, beziehungsweise. Nicht schneller, sondern dass sie halt jeder eine Credits macht. So, dann haben wir gleich noch einen hier. So, da ist noch einer. Oh, meine Zombies fressen ihn. Der stirbt wahrscheinlich da hinten. Nee, doch nicht. Gefressen, würde ich sagen. Links Officer. Der ist gestorben da hinten. Die arme Frau, warum hat sie eine Männerstimme? Wassertanks.
Nom 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 nom. Eine Statue, eine Zombie-Statue oder was? Eine DNA-Statue, Struktur beziehungsweise. Ich spawne schnell, deswegen ist ja gut. Fressen die mich eigentlich? Ja, gut. Ich dachte schon, ihren eigenen, weißt du? Wow. Das ist ein Lasergenerator. Los, friss die auf. Das ist Equipment aus. Oh, wie die Zombies alle auf die gehen. Ja, Polizist trifft einfach nicht, weißt du? Oh, hier ist das. Oh, der wird gefressen, er konnte nicht mehr wegrennen. Da. Ja. Lecker. Die gehen immer auf die Gehirne. Die brauchen mehr Zombies. Da hinten sind sehr viele, ich weiß nicht. Ist ja, wir werden sehen. Wir machen erstmal die Wand und dann. Oder sollten wir? Dann machen wir noch nicht die Wand, dann machen wir erstmal diesen Flur hier. Lieber auf der Dings schön sein. Okay, müssen wir doch die Wand machen. Wir werden gefressen hier. Oh, der Arme hat es nicht geschafft. Oh, wer wird schneller da sein? Der da! Die fallen einfach so drauf, weißt du? Minus 1, schade. Jetzt gucken wir mal, ob das was macht hier. Polizist, der muss sterben. Komm näher. Eine ganze Apokalypse hier. Von hinten. Ja. Für 1000. Wow. Lässt es ein bisschen einsacken hier. Kann ich sogar von der Zombie-Tür sterben? Ich glaube mal ja, bitte. Ja. Ah, ich brenne. Ich verstehe das manchmal nicht. Warum? Oh, einfach über ihr Haupt und jetzt frisst er auf den Kopf ein, Junge. Frisst er den Kopf? Der frisst toll den Kopf einfach hier so im Bauch so ran. Oh, noch gefressen und gleich wetten. Oh. Armer. Man kriegt eigentlich sehr viel Kohle deswegen. Der lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Nein, er wird gefressen am Arm. Ist er tot?
Alter. Ja, das Spiel feiere ich ein bisschen. Oh. Ich bin nur normal, weißt du? Oh. Kann ich die schieben? Nein, kann ich nicht. Wir müssen von selber kommen. Oh. Der wird ja nicht gefressen, aber er ist eh tot. Er ist angekratzt. Wird er neu fressen? Das wäre geil. Ja, noch geschafft. Wow. Gut gemacht, Sommel. Gut. Wer ist doch. Ich meinte sie. Wir gehen auf ihn. Ja, er ist der Kopf noch berührt. Was mal, Alter, der Arme. Oh. Einfach so am Gesicht fressen oder so. Reiß Bauch raus, die Hohe Weste. Ah ja, wer mal gucken will, so sieht's aus. UBT Infection Inc. Undone Studios. Ich weiß nicht, wann man sich hier kaufen kann. Gar nichts. Noch nicht. Dann würde ich mal sagen, dass wir das eine kaufen. Wenn sie es jetzt hier haben. Der Arme, der bleibt einfach stehen. Unten ist nichts so. Da sehe ich schon was. Buisambipaf, ja. Die kann man auch von gut oben gucken. Los, Zombies, frisst ihn auf, der Arme! Oh, schön am Bein, oh nein. Da kommen noch mehr, die gehen alle auf ihn, der Arme! Der wird, ah. Schade, dass sie sich nicht so in Mengen so auf ihn stürmen, weißt du? Hat er Glück. Er, sag ich immer. Das ist sie, aber naja. Die ist dort. Er macht so noch Stepptanz drüber, weißt du, der ist tot. Er kann nicht mehr rennen. Kannst ihn an seinen Arsch riechen, ja, Alter. Das sagt er sich wohl. Hier sieht so viel kaputt aus, weißt du. Oh ja. Mikrozombies. Die laufen denn von da runter oder was? Ein Eisenzombie. Ein Big Zombie. Oh ja. Wir müssen einen großen Zombie machen. Das wird geil. Leute, seid ihr schon bereit? Die werden Augen machen, wenn sie einen großen Zombie sehen. Da sehe ich schon einer hinten, glaub mal. Der wird riesig sein. Let's go, Leute. Wir holen ihn uns. Oh mein Gott. Was kommt denn da raus? Ich glaube, es ist was gespawnt, oder? Bis jetzt noch. Oh, G! Ich wollte gerade sagen, noch nichts gespawnt. Mal sehen, was er mit ihm macht. Rumschleudern oder irgendwas. Ey, Junge, er reißt ihn den Kopf ab. Oh. Nicht mal eine Chance geben hier. Da. Der große Zombie hat einen gefunden. Oh. Ja, was ist sowas?
Jetzt gucken wir uns gleich den Mikrozombie an. Ja, wenn es so ein kleiner Dings ist, weißt du? Siebenhundertfünfzig. Stücke gerissen. Die kriegt 750, weißt du. Das ist der, ist aber klein. Was macht der? Beißt den Fuß ab oder was? Könnte logisch sein, ne? Warum soll man eigentlich die Attacke upgraden? Die machen eh One-Hit. Oh, Alter, ist der schnell. Das ist so wie ein kleiner Baby-Zombie, weißt du? So ein kleines Kindchen. Nein, Vorsicht! Wir können nicht mal treffen. Oh, wer schneller da? Zombie hat Glück. Ja, noch hier getroffen. Dann machen wir einen Eisenzombie. Die Musik. Alter. Ist dort. Das ist nämlich ja verschwunden. Okay, dann ist das schon mal da. Ja, er hat einen Polizist getötet. 50. Jetzt kommt ein Eisenzombie. Was willst du jetzt haben? Gratulation, du hast deinen ersten Zombies. Spawner. Dein erster Zombie-Spawner ist manueller Spawner. Das ist. Ja. Reicht doch schon. Da ist irgendwas falsch gegangen mit dem Tutorial-Teil. Eine Rampe. Da ist der Eisenzombie. Nicht reinpushen. Das macht man nicht. Wir sind doch Freunde. Kann man saven? Also wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Let's Play zu Roblox Infection Egg. Infection Egg. Und au. Oh, ich kann nicht scrollen, scheiße. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ah ja, nicht vergessen zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.